Das Fixkraft-Wochenende, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier wieder vom Bräugut in Schärding, der Familie Wim, Eder, Schnürlregen, 10 Grad, aber phänomenale Stimmung. Und bei mir der Organisator, Ingenieur Josef Wimmeder. Herr Wimmeder, 3 Tage Turnier hier in Schärding, phänomenale Leistungen. Petrus hat es nicht gerade gut gemeint, aber ansonsten alles zur Zufriedenheit aller Reiter. Ja, also wir sind mit dem Ablauf sehr zufrieden. Wir haben alle Programmpunkte bis jetzt ordentlich absolviert. Das Wetter kann man nicht beeinflussen, aber wenn man es aus einem negativen Faktor was Gutes sehen will, der Boden hat sich als sehr gut bewiesen und das ist doch eine sehr gute Werbung. Also es gibt auch darüber wieder etwas Gutes zu berichten. Ja, aber etwas, was die Reiter alle bemerkt haben, ist, dass das Team im Hintergrund eines Ingenieurs Josef Wimmeder wieder super gearbeitet hat. Jeder Wunsch wurde einem von den Augen abgelesen, ob das jetzt das Parken von den LKWs ist oder ob er jetzt sein Hänger im Morast stecken geblieben ist aufgrund des Dauerregens. Überall wurde sofort hilfsbereit zugegriffen. Ja, also wir organisieren ja grundsätzlich fast ein Jahr an diesem Projekt und wie gesagt, die Abteilungen sind gut aufgestellt und wir sind auch dazu da, diese Probleme zu lösen und ein sehr motiviertes Team natürlich. Und ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die wirklich jetzt im Dauerstress schon steht und trotzdem auch diesen letzten Tag noch ordnungsgemäß über die Bühne bringen wird. Aber Fixkraft steht ja auch hinter jenem Turnier auf ihrer Anlage. Sie sind der Repräsentant der Firma Fixkraft. Also Fixkraft hat sich jetzt zu einem wahren Markenzeichen des österreichischen Springsports, nicht nur allein durch das Team, sondern auch durch die Veranstaltungen und natürlich das spezielle Futter gemacht. Ja, also der Zusammenhang ist natürlich gegeben hier zwischen der Anlage und der Firma Fixkraft. Es gibt hier sehr gute Möglichkeiten auch für unsere Produkte Werbung zu machen. Wir präsentieren uns hier auch an einem eigenen Stand mit einem eigenen Beraterteam und haben natürlich einen direkten Draht hier, wenn man so sagen will, zur Kunde. Aber es sind ja Top-Kunden da, ob man jetzt einen Stefan Eder, der ja schon Weltmeisterschaften geritten ist. Gestern war als Zaungast hier der neue Vizestaatsmeister Alexander Wimmer, ein Bruno Kandrian, der seinerzeit zu den weltbesten Reitern zählt. Auch die Jungen, die sich hier vorbereiten für das Europa-Championat in Chardy. Also man kann auch sich glücklich schätzen, das Klientel, das man hier begrüßen durfte. Ja, es ist uns natürlich eine Ehre, dass diese namhaften Personen und diese großen Sportler uns auch hier besuchen. Es spricht natürlich auch für unsere Organisation, für unsere Verhältnisse vor Ort und es macht auch etwas Lust auf mehr. Etwas Lust auf mehr. Und gibt es mehr in den nächsten Jahren? Jetzt kommen zuerst mal die Dressurreiter, die Akro noch mal richtig alles um im Viereck, aber dann 2011? Ja, also ich habe mir dieses Wochenende schon meine Gedanken gemacht. Es wird sicher nächstes Jahr neue Sachen wieder geben, aber das möchte ich heute noch nicht verraten. Und jeder kann sich dann nächstes Jahr ein Bild davon machen, was es Neues geben wird. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn Sie, so wie ich, Herrn Ingenieur Josef Wimmeder, unseren Fixi alle gut kennen, dann wissen Sie, wenn er sagt, er hat sich Gedanken gemacht, dann sind es Gedanken, die Hand und Fuß haben. Denn wenn er etwas angreift, dann wird es ein Erfolg.